Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir gucken uns RoboQuest an, beziehungsweise wir spielen es weiter. Wir hatten uns mal die Demo dazu angeguckt. Es gibt dazu tatsächlich eine Demo, was ja mittlerweile bei weitem nicht mehr so Standard ist. Aber ich fand es richtig schön, dass sie halt eine Demo zur Verfügung gestellt haben. Und es hat uns beiden Spaß gemacht. Vielleicht wird der Timo irgendwann auch mal mitmachen. Aber im Moment sind halt der P und ich dabei. Wir spielen RoboQuest. Kann man nur zu zweit. Okay, hat der Timo Pech. Das ist unser Spiel. Fertig aus. Hier kannst du Schwierigkeitsgrad einstellen. Hier kannst du Gadgets und Class Area. Hier kannst du halt deine Klasse wählen und Sachen upgraden. Und im Workshop, nee, im Workshop kannst du upgraden. Und hier gibt es ganz viele andere. Wie ist das jetzt? Ich habe mal auf Starten gerückt, du bist bereit zum Spielen. Wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Startpaket öffnen, Boomerang. Okay. Testnergewehr. Feuchtpistole. Ich will einen Boomerang haben. Nahkampfwaffe. Macht richtig Faden, ey. Was hat eine Nahkampfwaffe? Ja, okay. Die kommen zurück und dann laden die sich halt wieder auf. Ja, guck mal hier, ich hab Pfannen. Ja, warte, ach so, ist auch wieder ganz klar. Ja, auf geht's. Nice. Auf geht's. Warum, ich hab auf bei Rückkehr 100% Crit. Ups, ab nach oben, bis geil. Au. Da kommen die Grenades. Ja. Wollt man nur auf diese Rails springen? Kann man rausspringen. Kann ich nicht. Du hast einen Doppelsprung, ne? Ja, also ich komme hoch genug, aber... Ausprobieren. Ah, musste Doppelsprung tatsächlich machen, okay. Ich dachte, da wird ein einfacher reichen, aber nein. Ja, genau. Gibt es hier nämlich diese WLAN Areas und in den Areas, da gibt es... ja, so Waffen und Items. Upgrades. Und Bonuszeug und alles Mögliche. Den geile Scheißgewitter. Ansonsten sind im Prinzip mal alle Gegner töten, um in den nächsten Raum zu kommen. Mach ich mal so einen großen ganzen Tür öffnen. Ich warte auf ein Brobot. Da. Kann man rennen? Ja. Patrouillen, der Drachenmörser. Sieht fett aus. Lügenschrot, was mit dem Chili-Schrot. Er erhöht den Trefferschaden um 40%, verringert aber den Schaden um 20%. Doppel-Uzis. Ja. Also, ich hab hier so raketenwerfermäßig bin ich unterwegs. Nee, nee, ich bin jetzt Uzi Akimbo. So, und dann geht nämlich hier weiter. Und da oben, das sind Special Bots, die man erwischen sollte, bevor die abhauen. Ich hab irgendwas gefunden. Eine Boombox-Karte. Ja, und dann geht es Level up und da darf man dann auch hinterher Skills verteilen, noch? Ja. Was bist du? Was haben wir denn hier? Hier einen kleinen Bogenschlag. Neuer Vorteil. T. Solarzelle verbesserter kritischer Treffer. Ah, verkürzt auf den Zeit von Bastion um 10%. Erstmal Damage. Erstmal Damage. Ja, dann können wir hier in den nächsten Raum haben wir einen. Und dann gibt es hinterher noch so Zeitboni, wenn man besonders schnell war und so. Also. Zu Omas Flinte wechseln. Ich glaube, ich wechsle mal zu Omas Flinte. Doppel-Rascals, Zündpistole. Ich nehme hier die eine Art Schlüssel. Ja, Schlüssel werden wir wahrscheinlich auch haben. Schnelles noch. 30% der LP wiederherstellen. Nehme ich auch. Kann man einfach immer nehmen, ne? Man braucht zwar nicht viel, aber haben oder hätten, ne? Guck mal, Datenprotokoll, da muss man jemand versammeln. Das macht sie nochmal. Genau, ja, hier kannst du irgendwas. Genau, Schlüssel haben wir nicht. Genau, Tür auf. Genau, die muss man auch nicht. Warte auf dein Robot. Weiter.
Jawohl. Oh, die geht ab. Eine schöne Schrottflinte. Sehr geil. Was ist das denn hier? Ein Dartspucker. Projektile prallen ab. Hm, nee. Nee. Ja, wie für so Spiele üblich, gibt es natürlich einen Haufen verschiedenster Waffen-Items. Was auch immer alles. Skills. Au, das tat weh, aber ich habe den Schienenbot erwischt. Nice. War vielleicht nicht so schlau, weil das tat weh, aber ich habe ihn erwischt. Wo kommen wir denn hier oben lang? Hm? Ah, da kommen neue Gegner. Autsch. Den krieg ich nicht. Oh, bin ein bisschen im Arsch. Ein bisschen ist gut, ich sollte echt aufpassen. Ich glaube, ich wechsle mal bis auf die Uzis. Bam, bam, bam. Genau, mit Co kann man immer so ein Schild sich auch noch machen für eine kurze Zeit. Ja, zumindest wenn der halt das ausgerüstete Upgrade ist, ne? Kannst bestimmt auch einfach mal wechseln. Naja. Oder halt mit der anderen Klasse dann. Okay, da. Doppel-Rascals. Okay. Sind die, die ich hab, glaube ich. Na, ich bleib bei der Shotgun als zweites. Bam, bam, bam. Level up. Ah, okay. So, dann haben wir den hier. Elementarschaden erlegt mit weniger. Das war richtig geil für mich. Geschick erhöht das Nachladetempo um 15%. Und das Nachladetempo um 6%. Erhöht Chance auf autokritische Treffer. Oh, ne, ich nehme mehr Crit-Chance. Ich kann jetzt, wenn die unter X% Leben haben, sterben die direkt, weil ich hier Elementarschaden mache. Ja, da haben wir so eine Area hier. Alles ich sauer, muss erstmal bisschen heilen. Erhöht die Feuerrate von Beschwörungen um 15%. Aha. Beluga-Kanone. Schon mal so ein Lutscher. LB, sehr schön. Alles hier. Ja, ich nehme das. Tür aufschließen. Hier ist auch eine geheime Tür, aber die Zugang verweigert. Können wir nicht. Da gibt es einen Haufen Schlüssel. Zur Zeittüren hatte ich in der Demo gesehen, Gibbet. Ja, die ist mir auch aufgefallen. Sein. Und da habe ich festgestellt, dass ich viel zu langsam gespielt habe. Aber was da dann genau hinter ist, das können wir euch auch nicht verraten, tatsächlich. Aber wahrscheinlich geiler Scheiß. Durchaus möglich. Hier sind ein paar Gegner. Oh ja, genau. Was schießt er auf mich, weißt du? Wen sonst? Auf dich vielleicht mal. Nee, 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 nee. Wenn die auf mich schießen, dann töte ich die. Also, wenn die auf mich schießen, ist das für dich vollkommen okay. Du bist ja ein Probot. Da haben die mir ja nichts getan, ne? Der Junge kann einmal wahllos töten. Oh shit. Ja, ich hab so ein Schienenbot getriggert und dachte mir, ja, den kriegst du. Machst du Bastion an. Nee, war eine scheiß Idee. 30 HP ist jetzt nicht mehr so viel. Sollte definitiv jetzt aufpassen, was ich hier tue.
Nee, das ist nicht so. Oh, hier ist lilaner Kram. Was ist denn los? Ja, ich bin in die... Oh, ich bin tot. Automatischer Neustart in 45 Sekunden. Starte dich mal neu. Okay, ich starte dich nicht neu. Das war keine gute Idee. Werd ja automatisch neu gestartet. Dauert halt nur ein bisschen. Lass das besser. Die Granate mal da weggehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Neustart. Isa wieder. Ja, geil. Oh, und da bin ich da. Alter. Robot neu starten. Zack, neu gestartet. Okay. Jetzt habe ich 23 Leben, das ist nicht so viel. Ja, ich habe auch nicht allzu viel Leben. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Eine Omas Flinte. Okay, brauche ich nicht. Ja. Also der anderen Sachen, wir sollten mal in die andere Richtung gehen, weil da war so ein lilaner Bereich. Ja. Das sieht nicht gut aus. Auf die schießen auf dich. Ja. Bin betäubt. Ja, wenn du betäubt bist, zu weit weggeguckt, dann kannst du halt diese Quicktime-Events machen. Ah, du hast von mir HP abbekommen. Ja, geil. Ah, okay, ich hab 8. Ich auch. Oh, shit. Okay. Hey, so läuft das nämlich. Aber da ist richtig was los. Wow, ja. Sehe ich gerade. Und ich bin genau reingerannt. Okay, dreimal mal wieder unser Leben auf, haben wir bei nur noch 4. Was geht denn? Stück. Easy peasy. Geil. Komm um die Ecke. Lauf dir direkt in den Schuss rein. Also ein Monster. Das ist ja unangenehm. Ja. Mich würde interessieren, wenn der automatisch mal geschaltet wird, wenn das Leben davor geteilt wird. Nein, nicht. Keine Ahnung. Aber es sind jetzt eben nur noch 15 Sekunden und. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und. Ja. Okay. Out. So. Die Schraubenschlüssel insgesamt 4 Stück, okay. Genau, und jetzt kommen wir quasi in, ich gehe mal zu einer Basislager einmal, um zu zeigen. Ich glaube, du kannst es nicht kaufen. Schraubenschlüssel kann man an der Werkbank ausgeben. Okay, ja, gehen wir uns genau, mal und jetzt angucken. Ja, da, klasse. Hier kann man jetzt so Upgrades machen. Ach, sogar könnte man sogar. Eine könnte man kaufen. Startpaket. Du entscheidest dich zu Beginn des Durchlaufs zwischen 4 Waffen. Ja. So, probier jetzt einfach mal. Ah, das ist halt Player bezogen. Ja. Und irgendwie kann man auch Klassen freischreiben, die dann eben verschiedene Skills dann haben. Noch nehmen wir einfach mal mit den 4 Waffen. Ja, dann sage ich einfach mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Runde RoboQuest mit unseren Robots. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao.